Dies war der Eyecatcher auf dem Genfer Autosalon 2015, das Seat Choker Vision Vente Vente. Ein Sports Utility Vehicle, wie ihn sich der spanische Hersteller vorstellt. Wir haben nun die Möglichkeit, den Vision Vente Vente exklusiv auf einer Teststrecke nahe Barcelona selbst zu fahren. Der sportliche und kraftvolle SUV soll in seiner Klasse neue Maßstäbe setzen. Mit diesem Auto möchte Seat die Designsprache der neuen Produkte zeigen, die in den nächsten 4 bis 5 Jahren auf den Markt kommen. Die neuen Modelle orientieren sich vom Design an diesem Modell. Es stellt damit unsere neue Designrichtung dar. Segments that we have, but we want to starting to show, you know, our intentions in design. Und diese Vorstellung vom Design der Zukunft ist gelungen. Kraftvoll kommt der neue daher mit einer wirklich markanten Front. Die Heckschürze ebenso auffällig. Unverwechselbar die Seitenansicht mit ihren akzentuierten Linien und Formen wie dem Außenspiegel. Auf großen Beinen steht der Vision Vente Vente, 20 Zoll Räder, die Felgen extra für das Showcar gestaltet. Markante Linien überall. This is the Seat car. It's one of the key. Was ich hier in der Hand halte, ist nicht nur ein Schlüssel, sondern sozusagen eines der Schlüsselelemente dieses Fahrzeugs. Dieses Device kann man mit sich tragen. Es enthält die persönlichen Informationen, speziell auf den jeweiligen Nutzer zugeschnitten. Wir können unsere Anwendungen individualisieren und andere Einstellungen vornehmen. Man kann seine Sitzposition oder die Lenkradposition speichern oder die Konfiguration für soziale Netzwerke und das Multimedia-System. Social network or the radio, all the interface stuff that we have, everything is linked here and is the. Der Fahrer ist sozusagen darüber mit dem Fahrzeug verlinkt. Man setzt es auf die dafür vorgesehene Magnetbasis und schon startet das Fahrzeug mit einer persönlichen Begrüßung und der Vorschau auf kommende Ereignisse und das Wetter. Your best lap here is 6 minutes and 18 seconds. Car is ready and weather conditions are favorable. Für Seat ist dies eine Herausforderung, an der Technik zu arbeiten. Wir werden sehen, was in Zukunft noch kommt. Die Vision Vente Vente ist auf der Basis des Seat Leon entwickelt. Für den spanischen Konzern ist es das erste Modell in Richtung SUV. Es soll aber mehr sein, praktikabel und dennoch elegant. Seinen nächsten öffentlichen Auftritt hat das Showcar dann auch wieder auf einer Autoshow, dieses Mal in Shanghai.